Die Flacherdlerin Juliane hat neulich etwas am Himmel gesehen, was sie sich nicht erklären kann. Und da es bei solchen Leuten ja meist mit eigener Recherche nicht allzu weit her ist, greifen wir ihr doch hilfsbereit ein wenig unter die Arme. Während sie von ihren Beobachtungen erzählt, lasse ich mal Stellario mitlaufen. Also es ist Samstag, der 18. April 2020. Wir machen in Werder einen Spaziergang. Draußen, es ist 22.04 Uhr jetzt. Seit circa 10 Minuten beobachten wir etwas sehr Seltsames am Himmel. Nämlich, dass unbekannte Flugobjekte, also Lichtpunkte am Himmel, in einer geraden Linie über den Himmel ziehen. Und es hört nicht auf. Ich habe zuerst zwei gesehen, die sehr nah zusammenstanden. Und danach folgten die also in gleichmäßigen Abständen. Immer im gleichen Abstand folgt das nächste Objekt. Sieht aus eigentlich wie Sterne von der Helligkeit her. Und die steigen immer höher. Sie fangen an im westlichen Himmel, quer über den Himmel Richtung Osten. Ich habe erst gedacht, das sind Flugzeuge, die im Landeanflug auf Berlin sind. Aber es ist einfach mal nicht zu verstehen, was hier gerade passiert. Wir wollen jetzt an eine dunklere Stelle gehen, um das noch besser beobachten zu können, ob das immer noch stattfindet. Es waren jetzt 20 oder 30, die so in gerader Linie über den Himmel zogen und sie ziehen immer noch. Wir laufen jetzt hier unter Laternen durch, da sieht man es nicht so deutlich. Kommen jetzt gleich auf ein Feld, wo es dunkler ist. Da können wir das besser beobachten. Sie sind nach wie vor da. Es sind jetzt auch mehr, teilweise. Ja, ihr Lieben, soweit. Also meine Aufzeichnung, die ging noch wesentlich länger, weil wir circa eine Stunde draußen waren und dieses mir bis dahin unbekannte Phänomen weiter beobachteten. Und das ging, wie gesagt, noch mindestens eine Stunde so weiter. Es wurden dann ein bisschen weniger Objekte, wie gesagt, alle in dieselbe Richtung. Alle fingen so links neben dem Sternbild Orion an und flogen dann geradewegs Richtung Osten, Südosten, verschwanden dann in einer Höhe von, naja, musste ich schätzen, nicht so zwischen 50 und 60 Grad. Wer sich mit diesen Berechnungen an der Himmelskuppel auskennt, weiß, was ich meine. Also sie verschwanden aus dem Blickfeld einfach. Ist es nicht erstaunlich, dass sich das von dir beschriebene Geschehen hier absolut präzise und übereinstimmt in einer Simulation nachstellen kann? Offensichtlich weiß das Programm sehr genau, um was es sich bei den Objekten handelt und auf welchen Bahnen sie fliegen, sodass man sich das Ganze auch virtuell anschauen kann. Zudem hat die mir die Simulation im Voraus schon verraten, dass die gleichen Objekte, nämlich Starlink-Satelliten, am Abend des 21. April durch den großen Wagen ziehen, so dass ich mal meine Kamera drauf gerichtet habe und die Vorhersage hat sich erwartungsgemäß bestätigt. Und ja, wie gesagt, es gab bei diesen Flugobjekten auch einige sehr seltsame Erscheinungen. Auf einmal fliegt eins quer, aber nur ein paar Zentimeter, also von dem, was wir von unten sehen konnten, verschwand dann. Und das scheint sich jetzt allnächtlich zu wiederholen. Bei mir flog auch einer quer. Und nicht nur das. Das Objekt war sogar nur periodisch sichtbar. Es verschwand immer wieder und tauchte später wieder auf. Aber auch hierfür gibt es eine ganz einfache Erklärung, wie ein kurzer Blick zum Beispiel auf die Website heavensabove.com zeigt. Gibt man dort nämlich die Koordinaten des eigenen Standorts ein, lassen sich alle sichtbaren Überflüge von Satelliten, Weltraumschrott und so weiter am Morgen- und Abendhimmel berechnen. Kennt man dann noch die Uhrzeit der Beobachtung, bei mir war es gegen 22.10 Uhr, dann ist das gesehene Objekt schnell identifiziert. In meinem Fall war es EGS 5A, ein ausgedienter japanischer Militärsatellit. Das erklärt auch die periodische Sichtbarkeit, denn dieser Effekt tritt zumeist bei ausgedienten und nicht mehr aktiv gesteuerten Satelliten auf, wenn diese anfangen zu taumeln, also unkontrolliert rotieren. Tritt ein solches Aufleuchten nur einmal auf, wie es bei dir gewesen zu sein scheint, dann spricht man von einem Flare. Dazu kommen wir später nochmal. Also bislang jedenfalls ist alles vollkommen normal und vor allem anhand öffentlich verfügbarer Informationen für jeden nachvollziehbar.
Und schließlich stellte sich heraus, dass das angeblich massenhaft Satelliten sein sollen, die jetzt von Starlink wohl abgeschossen werden per Raketen, um für ein besseres Internet zu sorgen. Und diese Geschichte kann natürlich vorne und hinten nicht stimmen. Also überhaupt nicht, auch nicht ihr gleichmäßiges Leuchten, was angeblich auch wieder von der Sonne angestrahlt werden, also durch die Sonnenstrahlung verursacht werden soll. Nein, also für mich sahen die ganz klar aus wie Flugzeuge in einer gewissen Höhe. Man hörte nichts, aber ist ja auch klar, wenn die hoch sind, dann hört man ein Flugzeug auch nicht. Du siehst nichts weiter als einen gleichmäßig hell leuchtenden Punkt, der sich lautlos über den Himmel bewegt und schließt daraus messerscharf, dass es sich um ein Flugzeug handeln muss, aus einem kleinen, einzigen, hellen Punkt? Wo sind denn dann die farbig blinkenden Positionslichter, die praktisch jedes Flugzeug hat? Und warum decken sich die Beobachtungen zum Beispiel mit dieser Live-Karte? Also wenn das alles Flugzeuge sein sollen, dann überlege doch bitte mal, mit welcher Geschwindigkeit die unterwegs sein müssten, um in 90 Minuten einmal die Erde zu umrunden. Du kannst das hier ja live verfolgen. Und wenn du das nächste Mal rausgehst, um merkwürdige Lichtpunkte am Himmel zu beobachten, dann wirf doch vorher erstmal einen Blick auf die Karte oder direkt auf heavensabove.com. Dann weißt du nämlich schon im Voraus, was dir wann und wo über dem Kopf rumschwirrt. Ich bin mir sicher, dass 99% der Bevölkerung glauben, dass es sich dabei um Satelliten handelt. Ich glaube das nicht, weil das gesamte Konzept der Satelliten völlig falsch ist. Natürlich auf einem falschen Weltbild basiert. Wir können uns ja hier mal so eine Grafik angucken, wie Satelliten angeblich jetzt schon zu Tausenden eine Kugelerde umkreisen sollen. Und was natürlich der echte Lacher ist, ist, dass diese kreisenden, mit rasender Geschwindigkeit kreisenden Objekte für unser Internet sorgen sollen, für unser Navigationssystem, für Bilder, für die Meteorologen und für Google Earth und so weiter. Ja, ist ein absoluter Witz, nicht? Bis jetzt konnte ja nicht sichergestellt werden, dass überall Internet ist. Und das müsste doch bei der Masse dieser Satelliten doch überhaupt kein Problem sein. Nur ein kleiner Bruchteil der aktuell aktiven Satelliten stellt Internetversorgung bereit. Die meisten Satelliten dienen der Forschung, natürlich auch der Spionage, der Navigation, meteorologischen Diensten, für Satellitenfernsehen und Kommunikation. Die mit Abstand meisten Zugänge zum Internet sind doch immer kabelgebunden, beziehungsweise nutzen die örtlichen Mobilfunknetze. Haben mit Satelliten also überhaupt nichts zu tun. Zudem ist es sehr gewagt, Satelliten einfach so per se als nicht existent zu deklarieren, weil sie auf einem angeblich falschen Weltbild basieren. Darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Nein, ihr Lieben, sondern die Strahlung für unser Internet, für unser WLAN, für Mobilfunk kommt alles von Sendemasten, so wie ihr auf diesem Bild hier sehen könnt. Das sind die Satelliten, die Sendemasten, die diese Strahlung aussenden. Mal ganz abgesehen davon, dass WLAN nicht von Antennenmasten kommt, sondern von lokalen Geräten in wenigen Metern Entfernung, stellt sich zum Beispiel die Frage, warum Navigationssysteme wie GPS überall auf der Welt funktionieren, auch draußen auf hoher See und oben im Flugzeug, fernab von jedem Funkmast. Ja, ich habe das schon ausprobiert und es funktioniert hervorragend. Überall mit freier Sicht zum Himmel. Na doch, wie kann es sein? Und vor allem, warum bewegen sich die GPS-Sender? Jedes bessere Navi zeigt die Position der aktuell angepeilten Sender an. Und im Zeitraffer kann man die Bewegung sehen. Tatsächlich bewegen sich die Sender zweimal am Tag um die gesamte Erde. So flott ist kein Flugzeug unterwegs, kein Ballon und, mal so unter uns, auch kein Antennenmast. Bleiben als einzig plausible Erklärung also nur Satelliten. Und es gibt ja noch etliche andere Dienste, Satelliten-TV zum Beispiel. Wieso zeigen diese Schüsseln mitten in den blauen Himmel hinein? Obwohl ja wohl mindestens mal hinter den Häusern irgendwo ein Kilometer hoher Antennenmast stehen müsste. Und wo zeigen diese Schüsseln hier hin? Na, und die hier sammeln bestimmt auch kein Regenwasser. Die Idee, alles nur mit stationären Sendemasten erklären und realisieren zu wollen, ist offensichtlich noch nicht ganz ausgereift.
Aber das Märchen von ISS und Satelliten müssen wir ein für alle Mal demontieren. Ich weiß, dass das hart ist, das zu verstehen. Aber ich sag's nochmal, das ganze Konzept von ISS und Satelliten beruht natürlich auf einem falschen Weltbild. Also dem Weltbild der Heliozentrik, einer kugelförmigen Erde, die um eine riesige Sonne kreist, zusammen mit anderen sogenannten Planeten. Und dabei handelt es sich um ein völlig falsches Weltbild. Es ist irgendwie fast schon putzig, möchte man sagen. Du hast bis hierher nicht gerade den Eindruck erweckt, als ob du wirklich wüsstest, worüber du redest, sondern plauderst einfach nur unbedarft und physikalisch ziemlich unbeleckt und mit offenbar auch recht selektiver Wahrnehmung vor dich hin. Dennoch erklärst du mal ebenso im Vorbeigehen und ohne jede Begründung das etablierte und tausendfach verifizierte Weltbild für falsch. Oh, das ist sehr sportlich. Ist dir schon mal in den Sinn gekommen, also nur mal rein hypothetisch gesprochen, dass es vielleicht auch dein eigenes Weltbild sein könnte, welches nicht so ganz akkurat und realitätskompatibel ist? Denn immerhin muss sich ein Weltbild ja in der Praxis bewähren, nicht nur auf dem Papier. Solange du aber keine funktionierende Alternative vorweisen kannst, steht es dir auch überhaupt nicht zu, etwas als falsch zu deklarieren, nur weil es nicht in deine eigene, religiös offenbar etwas vermüllte Gedankenschublade passt. Eins kann ich dir übrigens versichern, ob es dir nur passt oder nicht. Das heliozentrische Weltbild funktioniert ziemlich hervorragend, zuverlässig und fehlerfrei. Und das sogar auf Jahrhunderte im Voraus. Kleines Beispiel gefällig? Bitte sehr. Bereits 1887 wurden im Kanon der Finsternisse nicht nur damals bereits vergangene, sondern auch zukünftige Sonnen- und Mondfinsternisse vorherberechnet. Und das komplett zu Fuß, ohne Computer, mit Papier, Bleistift, Logarithmentafeln und ähnlichem. Alle Berechnungen basierten auf einem heliozentrischen Sonnensystem und einer rotierenden, annähernd kugelförmigen, aber an den Polen um jeweils etwa 20 Kilometer abgeplatteten Erde, was zu Beginn des Buches auch ausführlich erläutert wird. Man könnte es also nachrechnen. Oder einfach mal was nachschlagen. Am 27. Juli 2018 hatten wir eine totale Mondfinsternis. Die Mitte der Totalität war nach heutigen Methoden für 22.22 Uhr unserer Zeit berechnet, also 20.22 Uhr Weltzeit. Die Dauer der totalen Phase betrug 103 Minuten. Schauen wir mal, was der Kanon der Finsternisse dazu sagt. Wir finden die Mondfinsternis auf Seite 374 in Eintrag 4985. Und da steht 27. Juli 2018, 20 Uhr, 23 Weltzeit. Eine Abweichung von gerade mal einer Minute in einer Rechnung von vor über 130 Jahren. Auch die vorhergesagte Dauer der Totalität weicht um lediglich 5 Minuten ab. Nicht schlecht für ein angeblich falsches Modell. Also offensichtlich funktioniert dieses falsche Modell so dermaßen unfalsch, dass selbst auf Jahrhunderte im Voraus präzise Berechnungen der Bahnen der Himmelskörper möglich sind. Da können Flacherdler nicht mal im Traum mithalten. Die können ja nicht mal im Nachhinein berechnen, wo der Mond gestern war. Übrigens, dein Bild hier zeigt allerdings tatsächlich ein falsches Weltbild. Denn der Saturn lungert hier auf der gleichen Bahn wie Uranus herum. Insofern stimmt der Text oben links sogar. Halten wir also zunächst mal fest, schon diese Behauptung von dir bezüglich Satelliten lassen sich mit ein klein wenig eigener Recherche komplett widerlegen und richtigstellen. Du liegst in so ziemlich jedem Punkt gründlich daneben, kommst aber offenbar gar nicht auf den Gedanken, dass die Ursache dafür auch bei dir selbst liegen könnte, bei deinem eigenen fehlenden Wissen und deiner Voreingenommenheit. Und eins kann ich schon mal spoilern, daran wird sich auch im zweiten Teil nichts ändern, wenn wir uns mit der ISS beschäftigen. Bis dahin, Schalömchen.